Hallo, guten Tag und herzlich willkommen bei Sigma Deutschland zur Produktvorstellung unseres neuen Ultra-Telezooms. Mein Name ist Harald Bauer, ich bin Produktmanager und Presseverantwortlicher bei der Firma Sigma. Zu meiner Linken hier Christopher Schmidtke, Marketingmanager bei uns im Hause. Hallo Harald. Grüß dich, mein Lieber. Wir haben letzte Woche Donnerstag haben unsere Kollegen aus Japan in einem Video 7 neue Produkte vorgestellt. Unter anderem, und das ist das Highlight, in dem wir uns heute hier in diesem Video beschäftigen wollen, das 100 bis 400, 5 bis 6,3 DGDN OS aus der Contemporary-Linie. Willst du ganz kurz auf DGDN OS eingehen? Ja, wird nicht jeder vielleicht wissen. DG, das kennzeichnet unsere Objektive, die für den Vollformatsensor entwickelt wurden. Das heißt also 35 mm. Und das DN steht für die Serie der ausschließlich für spiegellose Kameras entwickelten Objektive. OS, das ist die Abkürzung für Optical Stabilizer. Das heißt die Bildstabilisierung im Objektiv, ein beweglich aufgehängtes Linsenelement, was es ermöglicht, bis zu 4 Verschlusszeiten länger aus der freien Hand zu halten, als man das normalerweise nüchtern könnte. Contemporary, das ist die Familie, die es noch gibt neben der Art- und der Sports-Serie. Ja, das heißt, am besten, bevor wir lange über das ganze Objektiv jetzt reden, auf die ganzen Einzelheiten eingehen, das werden wir selbstverständlich tun, wir werden auch ein paar Details noch verraten, schauen wir uns doch erstmal ganz kurz 3, 4 Fotos an. Wollen wir kurz an. Sagen, wann es verfügbar sein wird und das preislich? Ist die wichtigste Information, dann hat er recht, das Objektiv wird kosten 999 Euro UVP und ist ab Mitte Juli, also schon, wenn wir gucken, demnächst? In den nächsten 3 Wochen wahrscheinlich schon im Laden verfügbar, in Sony E-Mount und in L-Mount. So, schauen wir mal ganz kurz. Wir hatten ja beide die Möglichkeit, dieses Objektiv in den letzten 8 Tagen ein bisschen zu testen. Waren beide damit unterwegs mit ähnlichen, aber auch unterschiedlichen Motiven. Schauen wir mal einfach, was wir hier zustande gebracht haben. Ja, da haben wir hier als allererstes dein Vogel. Mein Vogel, genau. Hat ja einen Vogel, der Bauer. Eine kleine Kohlmeise, die gerade gebrütet hatte und hier ihre Jungen fütterte. Und das war direkt weg hier im Garten. Also das ist jetzt keine ausgesprochene Tieraufnahme mit Tarnzelt und sonst was, sondern ganz einfach von der Terrasse runter fotografiert. Und wir gehen mal gerade auf 100%, um zu zeigen, was sie da ihren Jungen anstirbt. Ich möchte es nicht essen. Das ist irgend so eine Motte oder so ein Nachtfalter, würde ich sagen. Ist schon scharf, ne? Gestochen scharf, wirklich gestochen scharf. Siehst du auch hier noch an den Blättern, guck mal hier, siehst du die Härchen an den Blättern hier drüben, ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Dann haben wir hier, das ist ein Bild von dir, da kannst du was zu sagen. Ja, das ist ein Fingerhut, bei mir hinterm Haus im Wald. Da habe ich das Objektiv ein bisschen malträtiert, ich habe mich dann in den Graben gelegt und habe dann versucht, durch die Gräser zu fotografieren, um so ein bisschen das Bouquet nochmal hervorzuheben. Mhm. Ist aber jetzt nur zufällig im Goldenschnitt. Ne? Ist, war nicht ja, die Kamera, die hat das so gibt der Linie, die hat gesagt, klar. Macht, ja, macht mal dahinter, gucken genau, die Leute besser. Ja. Ist okay, oder? Ja, kann man lassen. Ist okay. Okay, so. Genau. Willst du auch mal kurz rein? Ich gehe mal, genau, geh mal auf die 100% Ansicht. Genau. Ah, sieht man auch, sehr schön. Trotz relativ hoher ISO geht noch so, aber es ist sehr, sehr scharf. Auch hier oben in den Blüten Kelchen drin. Gefällt mir. Ja, schön. Das hier, muss ich gestehen, habe gar nicht ich gemacht. Okay, geben wir es zu. Die Kamera lag noch auf der Terrasse. Die Freundin hat sich auf die Treppe gesetzt und hat im Lavendel ein bisschen die Bienen fotografiert. Der ist bevölkert von ganz vielen Bienen und hat da einfach mal drauf gehalten. Gehen wir auch da mal drauf, 100%. Auch super scharf. Man kann so sagen, es sind eigentlich so Standardmotive um dich herum. Also da musst du gar nicht groß jetzt auf Pirsch gehen. Der Fingerhut wächst irgendwo am Wegesrand, der Vogel landet am Baum. Ja. Und das Ding hier, wie gesagt, das kannst du eigentlich aus dem Liegestuhl raus, ist das mehr oder minder entstanden. Aber da zeigt sich schon, das Objektiv hat schärfetechnisch einiges drauf. Absolut. Schöne Farbkombi übrigens, möchte ich noch anmerken. Ja, das ist der Zaun da hinten, dann hier vorne ein bisschen grün, das Lila von dem Lavendel, hat es ein Auge für. Muss man schon mal neidlos anerkennen. Ja. Ja, gehen wir kurz auf das Objektiv ein. 100 bis 400, 5 bis 6,3. Was auffällt, das ist relativ kompakt. Das ist auch überhaupt nicht schwer. Das nimmst du auch mal so einfach mit raus. Wir hatten ja vorher schon ein 100, 400. Das haben wir ja auch hier mal vorbereitet. Mhm. Stellen wir es mal ganz kurz hier nebeneinander. Da haben wir jetzt hier das neue 100, 400 für die spiegellosen Kameras direkt berechnet und hier neben das 100-400 mit dem Canon-Anschluss und dem bekannten MC
11, mit dem man Objektive von uns mit Canon-Anschluss auf Sony E adaptieren kann. Muss man natürlich jetzt dazu rechnen, auch wegen des Auflagemaßes müsste man jetzt so nebeneinander stellen. Und da sieht man schon, das ist ein Stückchen kleiner. Und es ist auf jeden Fall auch noch leichter, 140 Gramm leichter. Was das hier auf die Waage bringt, das, glaube ich, haben wir gesehen. Das können wir schon mal wieder wegtun. Trotzdem haben wir eine neue Linsenkonstruktion. Genau, und jetzt ist das die Besonderheit dabei. Wir haben nämlich in dieser Berechnung eine Linse mehr. Wir haben hier 22 Linsen in 16 Gruppen. Hier drüben hatten wir 21 Linsen in 15 Gruppen, haumig blau. Aber hier ist eine, nicht nur irgendeine Linse mehr drin, sondern eine FLD-Linse mehr drin. Das heißt, FLD ist ein besonderes Glas mit einer extrem niedrigen Dispersion. Das heißt, die Farben werden nicht in ihre Farbbestandteile aufgespalten. Und obwohl eine Linse mehr drin ist, würde man per se sagen, müsste eigentlich schwerer sein, ist es nicht. Warum? Du weißt, Magnesium. Genau. Man verarbeitet in diesem Objektiv an besonders Stellen, die besondere Beanspruchungen ausgesetzt sind, Magnesium. Magnesium ist sehr leicht. Man kann es sehr dünn fertigen und ist trotzdem stabil. Der Nachteil ist, Magnesium ist sehr teuer, weil sehr gefährlich in der Herstellung. Es gibt nur wenige Firmen in Japan, die Magnesium-Bauteile anfertigen. Die Explosionsgefahr, die Brandgefahr ist sehr, sehr hoch. Und wenn man das zukaufen muss, dann überlegt man sich gut, ob man das in ein Objektiv, was dann hinterher auf der Straße 999 Euro kosten soll, überhaupt verbauen kann. Und wir haben letztes Jahr beschlossen, wir möchten diesen hochwertigen Baustoff häufiger verwenden. Haben wir auch schon. Und haben eine eigene Magnesiumfabrik in Japan in schönen Sicherheitsabstand vom Hauptwerk gebaut und dort fertigen wir nun unser eigenes Magnesium. Deshalb leicht, kompakt und dennoch sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr belastbar. Speziell hier, wo wir kommen dann auch gleich drauf, eine Stativschelle ansetzen könnte, wo dann auch entsprechende Hebelkräfte wirken können. Lass uns vielleicht kurz auf die ganzen Schalterchen eingehen, was dieses Objektiv mitbringt. Fangen wir an. Wir haben ganz hier unten haben wir den OS. Den OS, den kann man ausschalten, wenn man es macht. Wenn man auf dem Stativ zum Beispiel arbeitet, sollte man ihn ausschalten. Mhm. Und dann haben wir die Stufe 1 und 2. Stufe 1 ist die, wo in beide Richtungen stabilisiert wird. Die Stufe 2 ist, wenn man einen Rennwagen fotografiert und will mitziehen. Dann wäre es natürlich sehr ungünstig, wenn die Kamera diese Bewegung erstmal versucht auszugleichen. Das heißt, bei Mitziehen, Schwenken geht man auf die Stufe 2. Dann haben wir hier sehr interessant die AFL-Taste. Hast du sie genutzt, als du damit fotografiert hattest? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich hab, aber ich habe gehört, sie ist gut. Du kannst unheimlich viele Funktionen drauflegen. Die Kamera bietet, ich glaube, es waren an die 35 oder 40 Funktionen, die man mittels der Kamera, mittels Menü der Kamera auf diese Taste legen kann, von welches Autofokus-Messfeld aktiv ist, Continuous Focus oder Single Autofokus. Du kannst wahnsinnig viel entsprechend einstellen. Und wenn man sich merkt, was man draufgelegt hat und dann noch beim Fotografieren die Taste findet, das ist ja sehr praktisch. Bietet sich an. Dann haben wir hier einen Full-Limit-Schalter. Full-Limit-Schalter haben auch durchaus ihren Vorteil. Speziell, wenn du, bleiben wir mal bei dem Beispiel hier, bin dieser Biene, wenn der Autofokus, weil die Biene hier rumsurrt, aus dem Grund, dass die Biene nicht gleich einfängt und fährt dann den ganzen Bereich durch, dann dauert das ein bisschen. Und wenn du von Anfang an weißt, nee, ich bewege mich jetzt hier in dem Abstand, sagen wir mal Mindestabstand bis maximal 6 Meter, dann kannst du den Fokusbereich limitieren und das bringt entsprechenden Zeitgewinn. Autofokus an, aus für den, der manuell Fokus benutzen möchte. Aber bei diesem Thema Zeitsparen sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Dieses Objektiv hat Autofokus, einen Direktantrieb. Man muss sich das so vorstellen, normalerweise hat ein Objektiv im Inneren eine sogenannte eine Cam, also so ein Käfig, in dem sind Steuerkurven eingefräst und dann müssen da entsprechende Linsengruppen bewegt werden und das nimmt auch mechanisch einiges an Abrieb und auch also an Kraft in Anspruch. Bei diesem Objektiv ist ein Stepping-Motor verbaut, der eine bewegliche Linsengruppe blitzschnell hin und her fahren kann. Das nimmt nicht viel Kraft in Anspruch, das nimmt nicht viel Weg in Anspruch und deshalb ist der Autofokus
sehr, sehr schnell. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und das hat man beim Fotografieren sehr wohl gemerkt. Ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, auch wenn man mal einen größeren Bereich durchfährt, das geht schnell. Ja. Ja. Ich denke auch an die Biene, da hat das auch sicher... Ja, wir hatten ja dann auch nochmal so verschiedene Sachen, wo wir noch gemeinsam dann fotografieren waren, festgestellt, wie schnell der Autofokus hier reagiert. Ich stelle mir vor, das kann man auch mal bei einem Tennisspieler, bei einem, ich sage jetzt mal übertrieben, bei einem Rennwagen oder was auch immer, bleibt man da nicht hinter dem Motiv zurück. Das ist eine sehr schöne Sache. Ja. 100, 400. Den meisten dürfte das was sagen. 100 bis 400, das heißt, das ist, wenn man jetzt von Vollformat ausgeht, wäre 50 normal. Das heißt, 100 holt das Motiv schon ein bisschen näher und 400, das holt es schon ordentlich näher. Aber um das mal kurz zu zeigen, haben wir auch hier wieder was vorbereitet. Wir haben hier eine kurze Brennweitenreihe geschossen. Das heißt, das hier, das ist hier irgendwo im Dorf. Da haben wir, ihr könnt es glaube ich ein bisschen rüberschieben. So, da haben wir hier so einen Garten, einen Kirchturm hinten dran, eine Burg oben im Hintergrund. Das ist aufgenommen mit 100 mm. Das sind dann schon 200 mm. Da sieht man dann schon, ja, Dachziegel, das Ganze kommt ein bisschen näher. Dann haben wir 300 mm, die Burg ist raus. Und bei 400 mm kommt das Ganze nochmal einen Tacken näher ran. Und damit bietet sich das Objektiv... Willst du mal reinzoomen vielleicht? Ja, können wir machen, um zu zeigen, was es da drauf hat bei dieser Stufe. Gehen wir mal drauf. Ja, siehst du schon mal hier, da oben diese Schindeln im Dach drin und die ganzen Details. Hier hat man da oben mal, glaube ich, so ein Wetterhahn oder so irgendwas drauf. Ja, hier oben, ne? Das ist schon stark. Man sieht jetzt auch, der Insider wird gleich hier gucken an den Kanten. Da sind keine Chromas, da ist nichts zu sehen. Obwohl das Ganze noch ein Prototyp ist. Das Objektiv ist ja noch gar nicht in der Auslieferung. Aber das ist schon sehr, sehr ordentlich, was das hier abliefert. So. Wir sind bei dem Bereich, wo setzen wir das Objektiv denn überhaupt ein? Für wen ist das denn? Wir machen ja auch die Kenia-Safaris jedes Jahr. Da braucht es häufig ein bisschen mehr Brennweite. Dann willst du 500, da brauchst du 600 mm. Natürlich geht da auch was mit 400, aber dafür ist das Objektiv ganz klar nicht konzipiert. Das ist kein Wildlife-Objektiv. Zeig doch bitte mal ganz kurz so ein klassisches Wildlife-Objektiv. Das wäre jetzt ein 120-300, das wäre auch noch relativ kurz. Aber da haben wir die Lichtstärke 2,8, mit der man dann zum Beispiel in der Dämmerung arbeiten kann. Ist ja, wesentlich größer. Größer, ja, aber du hast es eben selbst gehoben. Das ist ein Klotz. Das hat seine Berechtigung in der Sportfotografie. Das kann man mit Konverter auch in Afrika sehr gut einsetzen. Aber sieht man schon, das ist eine ganz andere Dimension. Scheidet für diesen Anwendungsbereich aus. Und wenn du mir jetzt nochmal so ein 60-600 oder 150-600 nebendran stellst. Auch da sieht man, wenn man in diesen starken Telebereich hinein will, dann wird es größer, dann wird es voluminöser, dann wird es schwerer. Mhm. Ist hier nicht geplant. Aus dem Grund bleiben wir hier bei diesem und sagen mal, wo wir das Objektiv ideentechnisch einstufen. Das ist ein Objektiv, was ich mit einem beispielsweise 24-70-2.8, was man ja standardmäßig ganz gerne auf seiner Kamera drauf hat, wo man viel Landschaft, Personen, Gruppen, alles, was du so, sag mal, was hier so vor die Linse läuft, machen kannst. Und häufig dich dabei ertappst zu sagen, ein bisschen näher wäre schon schön, so ein bisschen Tele. Und da hatten wir vor einiger Zeit mal ein 70-300. Das war ganz nett, das war noch einen Tacken kleiner als das. Aber hat eben auch nur 300. Und jetzt haben wir hier 400 mm. Wir haben eben gesehen, was das ranholen kann. Und das ist trotzdem so kompakt, dass du das auch wirklich mitnimmst. Weil was nutzt dir die beste Linse? Wir hatten eben 120-200-2.8. Wann nimmst du das denn mit? Ja? Nur wenn du einen zum Tragen findest. Ja? Was ist der Grund, warum 80% der besten Bilder nichts werden? Keine Kamera keine dabei. Kamera. Ne? Genau. So, das heißt also, nutzt nichts, wenn du das beste Equipment hast, lässt es zu Hause liegen. Du hast hier ein sehr gutes, perfekt performendes Objektiv in einem trotzdem sehr schlanken Gehäuse. Das kriegst du in den Rucksack rein, das kriegst du in deinen Fahrradrucksack rein. Das ist ideal für unterwegs. Und wenn du dann mal sagst, ich möchte es für einen statischen Einsatz haben, kannst du diesen Gummi hier einfach abziehen. Dann kommen diese Führungsrollen hier drunter zum Vorschein. Und dann
passt diese Stativstelle hier drauf. Ja, wenn man so richtig umdreht, ja. So. Und jetzt kannst du das ganze Gebilde auf einer Stativplatte, die ist hier unten sogar mit Schwalbenschwanz, also AK-Swiss-tauglich, direkt in dein Stativ einsetzen. Damit bist du wieder in der Schwebe. Es liegt keine Hebelbelastung hinten am Bajonett von der Kamera und vom Objektiv. Und ich persönlich finde einen der größten Vorteile bei einer Stativstelle überhaupt, dass man bei einem Schwenk von hoch auf quer in der optischen Achse bleibt. Ja? Ich finde nichts ist schlimmer, wenn du die Kamera montiert, also die Kamera auf dem Stativ, du kippst ins Hochkantformat und du kippst dir aus deiner Fluchtachse, also aus deiner optischen Achse heraus. Das passiert bei einer Stativstelle überhaupt nicht, finde ich einen der größten Gründe dafür, mit so einer schönen Schelle zu arbeiten. Ja, Gewicht hatten wir erzählt, dass eine Speziallinse drin ist, hatten wir auch gesagt. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen noch mal was zum Autofokus? Autofokus mal hier gerade drauf ein, denn wenn man in der bislang möglichen Kombi für Sony E, unser 100-400 nimmt mit dem MC11, funktioniert ja auch sehr gut, aber es fehlt AFC. Geht mit dem Konverter leider nicht. Hier natürlich native Anschluss AFC steht zur Verfügung. Inklusive iAutofokus. Und da hatten wir ja gestern, war das gestern? Auf den letzten Drücker, ne? Ja. Haben wir ganz schnell ein paar Bilder gemacht, um diesen kontinuierlichen Autofokus, also den verfolgenden Autofokus, mal zu testen. Und da musste ich als Opfer herhalten. Das heißt, ich musste hier eine, was haben wir da gemacht? Wir sind eine Treppe, bin ich da runtergefahren. Ne? Und der Autofokus hat mich verfolgt, während ich da auf dich zugefahren komme. Und du siehst ja auch in der 100%-Ansicht dann, ja. Super schön. Ja gut, aber auch Mühe gegeben. Ne? Gut, dass ich heute ein anderes Hemd dann habe. Mhm. Und dann hier nochmal ganz normal auf dem Waldweg auf dich zukommt, sieht man das natürlich nicht. Die Lichtverhältnisse sind natürlich nichts. Das war also gestern Abend jetzt auf komm, mach mal schnell. Ne? Ja. Und man sieht ja hier nicht, wie schnell ich da auf dich zugefahren kam. Ich kam da schon zügig auf dich zu. Und du hast trotzdem mit der Kamera draufgehalten und der Autofokus hat das wunderschön mitgezogen. Mhm. Ja, also auch diese Funktion steht zur Verfügung. Ich hatte sogar noch mal hier so einen Hund, der hat so eine Frisbee-Scheibe versucht zu fangen. Ich sage versucht zu fangen, weil er hat sie in dem Moment, als ich ihn da gerade fotografiert hatte, hatte sie nicht erwischt. Auch da musste der Autofokus, weil ich habe den ja auch verfolgt, wie der da gerannt ist und dann abgehoben ist, um hochzuspringen. Das ist ja ein Bild aus einer ganzen Serie heraus. Er schaut dir etwas belämmert hinterher, weil er gemerkt hat, okay, da bleibe ich jetzt hinter den Erwartungen zurück. Ich habe die Scheibe nicht gefangen. Aber auch das ist gestochen scharf. Und das ist, wie gesagt, nur eines aus der ganzen Serie. Da waren noch mehr Bilder dabei. Auch alle scharf. Ja, wo würde man klassischerweise ein Teleobjektiv einsetzen? Wo wird der Kunde denken, na, 100-400, wo setze ich sowas ein? Na ja, klar, ich kann zum einen bei mir raus in den Garten gehen oder auf der Wanderung. Es ist eben sehr kompakt und klein, handlich. Ja. Das heißt, ich packe es eben mal in die Tasche. Mhm. Können wir mal in die nächsten Bilder reinschauen. Wir können mal reinschauen. Wir hatten ein paar Tierbilder gemacht, sehen das Objektiv ja aber gar nicht wirklich in dieser Sparte Tierfotografie. Da wollen wir uns ja gar nicht wirklich einstufen. Wir hatten... Da kommt nochmal hier das Vögelchen da. Nein, aber du bist sehr flexibel. Du kannst, wenn du ein Motiv siehst, dann kannst du es eben einfangen. Wenn du es dabei hast, und genau. Das ist ja genau der Punkt, du hast es dabei. Ob du jetzt mit dem Fahrrad fährst, ob du mit dem Motorrad fährst, Tankrucksack, du kriegst es vorne rein. Ob du spazieren gehst, hast vielleicht nur so eine Umhängetasche dabei. Es passt, du hast es dabei und du kannst reagieren. Ansonsten bleiben die Tele. Ich gehe ja gerne wandern. Ja? Du bist unterwegs. Wann läuft dir das Murmeltier vor die Füße? Wenn du keine Kamera dabei hast. Ne? So, Steinbock hatte ich jetzt kurz beim Klettern. Ja, geklettert, plötzlich kommt ein Steinbock, läuft keine 5 Meter mir vorbei. Gut, hätte ich kein Tele gebraucht, hatte aber gar keine Kamera dabei. Mhm. Also hier haben wir nochmal ein Beispiel. Das war nochmal hier diese Kohlmeise hier mit ihren Spinne oder was auch immer sie da gerade zum Fressen anschleppt. Das war... Du hast jetzt fotografiert mit
Blende 6.3. Ich habe hier. Aber trotzdem eine schöne Freistellung, muss man ja auch sagen. Das, ne? Das ist der Punkt. Der Hintergrund ist sehr schön weich, lenkt nicht vom Vogel ab. 0,04 Sekunde. Das heißt, das ist alles frei Hand. Ich habe jetzt nicht an ein Stativ hingestellt und irgendwo drin im Warmen gesessen. Hast du nicht? Nein. Ja, nee, ist bei mir nicht. Ja, manchmal muss man ja mal was. Opfer bringen, muss Opfer bringen. Ja. Ich habe auch die Stunden aufgeschrieben. Sehr schön. Ja, okay. So, das heißt, Freihand geschossen. Und ja, wir haben es eben gesehen in der Vergrößerung, knackscharf. Mhm. Das Bild, ja okay, die Tochter war da, hatte ihren Kaninchen dabei und da sagte, komm, lass ihn doch mal im Garten rumrennen. Der ist dann da rumgeflitzt und dann habe ich von dem auch so 3-4 Bilder gemacht. Man sieht auch da so ein bisschen hier Bokeh. Und, aber auch das kann man mal schön sehen von der Schärfe her. Ne? Das ist schon, wenn du die Härchen hier so siehst, das ist sehr, sehr angenehm. Mhm. Finde ich sowohl von der Schärfe als auch von der Unschärfe. Das ist, ja, vor allem der Übergang, ne? Ja, genau. Das heißt, du siehst ja hier vorne, an den Steinen siehst du ja sehr, sehr schön, wo der Schärfeverlauf genau nach hinten geht. Was ja gar nicht so einfach ist. Meine Japaner, die sagen ja auch immer, willst du ein scharfes Objektiv oder willst du Bokeh? Bokeh ist japanisch, heißt unscharf. Ja, unscharf können viele. Das heißt, du musst wirklich das Objektiv sehr speziell designen, um einen angenehmen Übergang zu kriegen. Wenn du ein Objektiv bockscharf baust, dann ist auch die Unschärfe scharf. Die ist kantig, die hat noch so angefressene Linien. Unruhig, wirkt es dann häufig. Genau, unruhig, ja. Und die Kunst besteht darin, ein Objektiv in der Schärfeebene scharf und in den Bereichen davor und dahinter, was übrigens auch nochmal eine Kunst ist, davor, es gibt ja Vordergrundbokeh und Hintergrundbokeh, dort harmonisch weich abzustufen. Gar nicht so ohne. Man erreicht es einmal über die Blendenlamellen, das heißt schöne, runde, geformte Blendenlamellen, möglichst viele an der Zahl. Damit wie viele haben wir? Wir haben in dem Objektiv sind jetzt 9 verbaut. Ja. Das heißt, du hast eine schöne runde Blendenöffnung. Das sorgt einmal dafür, dass du ein angenehmes Bokeh bekommst. Aber auch die Korrektur der asphärischen Linsen, wie die aufeinander abgestimmt sind und wie stark die korrigiert werden, spielt sehr stark mit hinein, wie die Unschärfe entsteht. Und greife ich mal ein Bild hier vor. Da habe ich jetzt einfach mal, das ist ein Zitronenbaum, das sind hoffentlich bald Zitronen, der Cocktail wartet. Das heißt, ich habe hier die Schärfe auf diese Zitrone gelegt und jetzt siehst du hier genau diese runden Zerstreuungskreise. Die sind ja, man sagt es ja nicht kreisrund, ja klar, wie sonst. Aber du siehst, welche ganz klar runde Formen die haben. Bei einem älteren Objektiv oder bei einem mit weniger Lamellen würdest du jetzt sehen, dass das so Oktaform hat, also solche Kanten mit drin hat. Und so ist entsprechend auch dann die Unschärfe entsprechend weich und harmonisch. Jetzt haben wir aber auch gesagt, das Objektiv lässt sich, du hast es ja angedeutet, unterwegs prima einsetzen. Also absolut. Wenn du bist ja auch Fahrrad gefahren, hattest das Objektiv dabei. Und ich glaube, das sind jetzt alles deine Bilder, die wir jetzt uns hier kurz angucken. Das heißt, mit so einer Brennweite, die man gar nicht so direkt als Landschaftsbrennweite auf dem Schirm hat, hast du Landschaftsbilder gemacht. Nö, aber manchmal möchtest du ja eben auch deine Landschaften verdichten. Irgendwie. Du möchtest die Elemente irgendwie, die sollen ein bisschen näher zusammenrücken. Bei manchen Aufnahmen kommst du dann mit Weitwinkel nicht so weit. Tatsächlich. Ich sag immer, ein Weitwinkel ist geschwätzig. Ja, so ein Weitwinkel, ja, ist erstmal alles mit drauf. Genau. Ja. Kann sehr schwierig sein, also weil häufig ist man begeistert von der Szenerie und will alles einfangen. Mhm. Aber wenn man sich dann auf bestimmte Details konzentriert, das ist dann für den Betrachter am Ende. Es lenkt dann auch vieles dabei ab. Richtig, ne? Genau. Mit so einem Teleobjektiv kannst du dich ein bisschen mehr konzentrieren. Ich kenne diese Hütte übrigens, da weiß ich, wo du warst. Das ist hier bei mir im Otzberg. Ne? Ja. Sehr schön, Himmelsstimmung, toll. Fotografiert mit, lass mich gucken, 130 mm. Mhm. Man tastet sich so langsam ran. Ja. Ich finde das echt cool. Was ich jetzt wieder beachtlich finde, normalerweise ist so eine Erfahrung, wenn man EXIF-Daten auswertet, bei Zoom-Objektiven machen die meisten Leute Bilder mit der Anfangsbrennweite oder mit der Endbrennweite. Mhm. Ja, also entweder es muss ganz weit weg oder es muss ganz nah ran. Also ganz selten, dass jemand sagt, nee, ich will genau diesen Bildausschnitt. Ich will jetzt genau diesen Bildausschnitt haben. Ob der dann auf 127 oder 198 steht, und das zeigt das ja auch hier. Also du hast deinen Bildausschnitt hier sehr bewusst gewählt. Ja. Schönes Foto. Danke. Jetzt sagst du nachher zu meinen bitte auch, ja? Muss ich das? Ja, musst du. Okay. So, Waldweg, was zeigt uns der?
Das ist auch mit 100 mm gemacht, ja? Genau, genau. Da wollte ich so ein bisschen die Verdichtung aufzeigen. Bei den folgenden Bildern, die jetzt kommen dann wahrscheinlich. Ja, gut, ja, ja, aber okay. 100, da fängst du ja schon mit an. Also ja, ich ja. meine, ja, 100 mm, genau, da steigert man sich dann so langsam ran. Waldweg, Abendstimmung und auch aus der Hand. Ja, also ich mein, Abendstimmung, lass mich mal gucken. 20.31 Uhr, hast du auch aufgeschrieben, oder? Ja, habe ich auch. Okay, prima. Ah ja, okay, gut. Und da sind wir jetzt schon dann bei 400 mm. Und da sieht man dann schon sehr, wie der Weg gestaucht wird und ja, die Bäume ja, eben, ja. wie sich das alles Die Abstände scheinen geringer zu werden. Das heißt, das Ganze wird komprimiert. Ne? Man sagt ja auch Kompressionseffekt. Ja, du kannst die Elemente zusammenrücken. Ja. Wichtig, dass da kommen ja auch häufig Missverständnisse heraus. Jetzt kommt die Perspektive. Jetzt kommt die Perspektive, ja, ich weiß, du kannst nicht mehr hören. Also, häufig heißt es ja, ich nehme einen Weitwinkel, habe ich eine ganz andere Perspektive. Freunde, die Perspektive ist nicht abhängig von der Brennweite. Die Perspektive ist einzig und allein abhängig vom Standort. Das heißt, wenn ich mit derselben Brennweite ein Bild von hier mache und ich rutsche nach hier, habe ich eine andere Perspektive. Wenn ich von einem Platz aus fotografiere und ich drehe nur am Zoomring, dann habe ich zwar einen anderen Bildausschnitt, aber keine andere Perspektive. Also muss man so ein bisschen bei der Verwendung des Wortes bin ich mal so ein bisschen akribisch. Ja? Aber tatsächlich ist ganz klar, diesem Bild erkennt man sofort an, das Ding ist hier mit einem 400, also mit einer Telebrennweite gemacht. Ja. Genau. Auch nochmal. Ne? Auch nochmal. Ja. Genau. Wieder ein Waldweg. Ja. Oh Wunder. Aber nicht in der späten Abenddämmerung, behaupte ich. Nein. Das war zur Mittagszeit, aber es war bewölkt. Im Wald ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich. Es ist Sommerwetter oder die Sonne scheint und man ist umgeben von den schönen Bäumen und von den ganzen Blättern und alles sieht super toll aus, aber das dann aufs Bild zu bekommen, ist unheimlich schwierig, weil man hat sehr viele harte Kontraste. Das ist immer der, du hast Schatten, Sonne, Schatten. Richtig, genau. Und da hast du das zwar auch, aber nicht ganz so krass. Also das ist bei bedecktem Himmel ist es immer einfacher. Da ist es ein bisschen harmonischer, sag ich mal. Und durch den Einsatz des Teleobjektivs mit dem schmalen Bildwinkel kannst du den Betrachter auf den Weg konzentrieren und hast nicht im Vordergrund was weiß ich noch alles mit dabei. Richtig, ne? Ja. Alternativ könnte ich eine Vignette drauflegen, aber man kann es auch so machen. Ja, sehr schön. Wir haben noch einen Einsatz des Objektives spielerisch entdeckt, nämlich den Makrobereich. Normalerweise reden wir von Makro erst ab Maßstab 1 zu 2, 1 zu 1. Hier sind wir bei Maßstab 1 zu 4,1, ja. bei 400 mm. Wir haben aber eine relativ hohe Fluchtdistanz, die wir für diesen Maßstab einnehmen können. Deshalb auch so Bilder möglich wie die mit der Biene. Ja. Und durch die geringe Tiefenschärfe bei 400 mm verschwindet der Hintergrund auch sehr, 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 sehr angenehm im Nichts und kann sich haben auflösen. Wir schon gesehen, Haben wir ja gesehen. Könnten wir uns auch nochmal, können wir uns ein paar Bilder angucken, oder? Ja, ich denke, oder? Wollen wir nochmal? Ja, komm, gucken wir uns nochmal an. Also, fangen wir an. Das ist übrigens, glaube ich, die vorletzte Chance, mich jetzt zu loben. Das ist nämlich noch eins von mir. Okay, dann warte ich muss noch. Jetzt mal, warte mal ab jetzt, Achtung. Mhm. Da ist der Hintergrund noch relativ unruhig, weil der sehr dicht an diesem Mond dran stand. Du hast Mondfelder, ich habe so viele Mondfelder gesehen, dachte, oh, ich mache Mondbilder, ganz toll. Ja? Du stehst davor, das sieht toll aus, du nimmst die Kamera hoch, guckst durch und du weißt nicht, auf was du dich konzentrieren sollst. Der steht so dicht beieinander, der hängt immer irgendwie runter, das sieht im Großen schön aus, zum Fotografieren finde ich es immer sehr, sehr schwierig. Ja, du siehst die Halme, die fangen so ein bisschen das Sonnenlicht auf. Das und dann reflektieren dann die auch noch. Genau. Aber ich habe mich mal hier oben auf diesen pergaminartigen Blütenkelch hier konzentriert. Und da siehst du schon, da ist es schon cool im Gegenlicht, wie das Teil hier rüberkommt und wie das Objektiv das auch einfängt. Ja. Absolut. Ja, ich sehe da komplett. Schöne doch, schöne Farbe. Ja, okay, gut, das alles hast klar. Du gut hier komplementär Kontrast, kann man was sagen. Absolut, absolut ja. Okay, wie aus dem Lehrbuch. So. Ja, das ist jetzt wieder ein Foto von dir. Ja. Sehe ich schon irgendwie so ein bisschen an der Stimmung. Ne? So ein bisschen. Bist du traurig? Mhm. Okay, alles klar. Aber es ist ein schönes Foto. Mhm. Es ist ein schönes Foto. Erinnert mich so ein bisschen an unseren Referenzfotografen, der Mark Ford. Der geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Das ist wieder dein Fingerhut. Das ist meiner. Da lagst du auch wieder sehr tief. Ja. Genau, ich habe wieder durchs Gras fotografiert. 400 mm? 400 mm, ja. Habe ich durchs Gras fotografiert, sieht man so rechts unten in dem Bereich, also sprich Vordergrund, viel Gras und Hintergrund. Ja. Weil selbst wenn der Hintergrund sehr unruhig ist und du platzierst bestimmte Elemente im Vordergrund, die dann bewusst
Teile verdecken und du dann, dann kannst du das nochmal enorm beruhigen. Und das, was ich sehr schön finde jetzt, das ist jetzt nicht aufs Objektiv zurückzuführen, aber das ist schön, das war von dir gesehen. Das war die Kamera. Ja, klar, goldener Schnitt ist klar. Nee, sogar oben wie unten. Guck mal hier, du. Jetzt, nee, die beiden Blätter, die hier so ein bisschen zum einen so ein bisschen nach links und dann aber wieder zurück ins Bild führen. Diese helle Vignette hier nebendrin, die der Betrachter aber wieder im Bild drin lässt, ist, das kann man lassen. Kann man lassen. Oh, geht ja auch fröhlich, guck mal. Mhm. Ist das derselbe? Nee, ne? Ist ein anderer Nee, ist ja ganz anderer, sieht man von den Blättern her. Ja. 3 Meter okay. Weiter links. Ja, ja. Bisschen weniger Brennweite eingestellt. Mhm. Mhm. Okay. Genau, das jetzt zum Beispiel für unruhigen Hintergrund. Der Hintergrund war extremst unruhig. Klar, wir haben auf einmal den Hell-Dunkel-Kontrast. Das hilft immer. Aber was ich bei dem Objektiv echt gut fand, und das ist ja bei Tele- bzw. bei Zoom-Objektiven nicht immer so der Fall, dass es eben so ein schönes Bouquet zaubert. Mhm, ja. Und was haben wir? 6.3. Das ist sozusagen offenblendig. Du hast nicht ganz, du bist bei 324 mm. Da wäre wahrscheinlich auch 6 angefangen. 280 ne? an, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Nee, aber ich fand, das hat echt den Hintergrund beruhigt. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert denn, weil du läufst dran vorbei und denkst, nee, das funktioniert eigentlich nicht. Mhm. Und dann probierst du es mal aus und stellst fest, ja doch, das geht. Ich bin jetzt mal gerade hier reingegangen auf den Stempel von dieser Blume. Die ist gestochen scharf, sehr schön. Auch hier neben die Härchen sind noch super toll. Ich habe jetzt abgeguckt, weil du hast bei 324 mm Brennweite fotografiert. Normalerweise sagt man ja so eine alte Regel früher, ne? Kehrwert der Brennweite als kürzeste Verschlusszeit. Das wäre also in dem Fall also nur, sagen wir, 3/400 Sekunde etwa. Und bei heutigen Sensoren mit ihrer feinen Auflösung verdoppelt man das, also man halbiert es streng genommen. Das heißt, eigentlich wäre hier eine Verschlusszeit von 600/800 Sekunde empfohlen, um keine Verwacklungsunschärfe drin zu haben. Du hast nicht vom Stativ fotografiert? Nee. Nein, das heißt Optical Stabilizer. Ja. So, und du hast mit Nummer 1. Die Nummer 1 mit einer 250 Sekunde fotografiert und gestochen. Ich denke, geht, oder? Scharf. Kann man lassen. Viele sagen, ja, 250, die halte ich ja sogar nüchtern ruhig. Da muss man aufpassen. Auf dem Monitor von der Kamera sieht das immer gut aus. Kommt man nach Hause, und dann kommst du nach Hause, guckst und sagst, genau. Ausschuss gebaut. Weil da ist geringste Bewegungen, da hast du Pixel-Pitch von wenigen Mikrometern. Das heißt, jeder Punkt geht schon über 3-4 Pixel drüber und sofort ist das Bild unscharf. Also der Stabilizer ist da nicht zu verachten. Ja, auch sehr, sehr schön. Ich habe mich auch mal an einer Blume probiert gehabt, einfach auch wegen des Bouquets. Das ist im Hintergrund, das ist einfach Rasen. Mhm. Das ist ein Oleander, ist das, der da rumsteht. Und der ist jetzt auch bei 400 mm fotografiert und das ist einfach hinten, der Hintergrund ist Wiese. Abstand, weiß ich nicht, 2 Meter, 3 Meter und komplett ist aber schön weg. Homogen, ist komplett weg. Also eine homogene Fläche und, mal kurz gucken, sind wir an den Blüten scharf? Sind wir. Ja? Schein gehabt, ne? das sind jetzt eigentlich Motive, wenn du jetzt so ein Objektiv in die Hand gedrückt bekommst, 100, 400, und kriegst gesagt, mach mal ein paar Aufnahmen, wo du nicht gleich in erster Instanz an Blumen denkst. Ja, du denkst aber ich finde, man wird so dahin irgendwie getrieben. Weil du ja, weil es spielerisch funktioniert. Ja, genau, ja? Du spielst ein bisschen rum. Du siehst halt, probierst aus und sagst, ja, macht eigentlich Spaß. Ganz andere, du kennst den Blickwinkel ja so gar nicht, so siehst du die Blumen ja nicht, ja, wenn du jetzt mit unbewaffnetem Auge dran vorbeigehst. Das heißt, das Objektiv lädt so ein bisschen dazu ein, nochmal Sachen experimentell mal so zu sagen, das mache ich jetzt einfach mal, gucken, was rauskommt. Absolut. Ja, ja, sehr schön. Was auch das nächste und letzte Bild zeigt, denn die Kamera lag dann halt eben wieder auf der... die lag da einfach rum, ja. Und die... meine Freundin hat das dann auch wieder in die Hand genommen und hat damit auch rumgespielt und wir hatten ja eben schon ein Bild von ihr gesehen mit dieser Biene. Die hat sie angetan und dann hat sie da so ein bisschen die verfolgt und kam dann und sagt, alles Objektiv, das macht mir Spaß. Also ich glaube, sowas hätte ich auch gerne. Und kam dann mit diesem Bild an. Das ist Freihand, auch geschossen. Ich habe sogar gesehen, wie sie da auf der Treppe so gelegen hat, das Knie angewinkelt hat, da fotografiert. Und jetzt muss man ja wissen, diese Bienen, die sind irrsinnig schnell. Man denkt immer, ja, die trinken da und die sitzen da. Nee, die flitzen da rum wie die Irren.
Und jetzt da bietet sich dann wieder an, den Fokuslimiter zum Beispiel reinzuhauen. Richtig, richtig, wenn du in dem Moment dran denkst, ja klar. Mhm. Und jetzt guck mal hier, die hat da irgendwas, hat die hier unten am Fuß sogar noch hängen. Die Härchen von dem Teil, bis auf die Flügel, die sich so schnell bewegt haben, dass sie selbst bei einer 2000stel nicht auf dem Bild sind, weil sie in der Bewegungsunschärfe verschwinden. Aber das Foto für einfach mal ebenso auf der Veranda geschossen, Respekt. Also, ich glaube, wir haben gezeigt, mit dem Objektiv geht eine ganze Menge. Ja. Ja, es ist leicht, es ist sehr kompakt, es passt in den Rucksack. Ich hatte es im Fahrradrucksack mit Kamera sogar drin und der ist wirklich sehr klein. Und da ist noch eine Regenjacke drin, da ist eine Luftpumpe drin. Der ist vollgestopft mit irgendeinem Zeug und Kamera und Objektiv waren noch mit drin. Also kann man wirklich mit rausnehmen, gerade bei so Outdoor-Aktivitäten, aber eben auch in der Stadt. City-Fotografie, wenn du da irgendwo unterwegs bist und packst einfach so eine, wie heißen denn diese? Ja, die haben doch irgendwo einen Namen, so urbane, was weiß ich was, City Walker oder so irgendwas. City Walker. Wenn das noch nicht geschützt ist, hätte ich es ganz gern geschützt, City Walker. und dann kannst du es auch problemlos mitnehmen. Also, man kann es nur empfehlen, probier es aus. Verfügbar ab Mitte Juli für 999 Euro für Sony E und auch für L-Mount. Genau. Von unserer Seite war es das. Wir hoffen, es war informativ. Ich danke dir, Christopher. In diesem Sinne, man hört sich, man sieht sich. Macht's gut. Ciao.